Die ist auch schon leer. Okay. Du. Meine Schicksalsleiste ist gleich schon wieder voll, ey. Was zur Hölle? Aber ich meine, ich habe nichts dagegen. Wunderbar. Ah! Fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht mit den Feinklingen gekämpft. Machen wir das doch mal. Also ich mag beide Waffentypen sehr gerne, sowohl die Chakrams mit als auch die Feinklingen mit ihrem unvergleichlichen Charme. Also doch, mir gefällt beides sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde auch bei den beiden Waffentypen bleiben. Mal schauen. Also Chakrams ist offensiv eher und Feinklingen, ja, da gibt es einen Schleichangriff zu, glaube ich. Ich guck mal kurz. Nicht Inventar. Da. Techniken. Müsste es eigentlich einen Schleichangriff zu geben? Kreuzfeuer. Bumm. Badam. Ah ja, cool. Langbogen, Feinkling, Krallenschlag. Bam. Bam. Ah ja, den habe ich gerade ausgeführt. Oh. Ja, stumme Sense, genau. Das funktioniert. Okay. Gut. So, da lang. Wieder zurück zum Haus der Balladen. Oh, da ist ein Stein. Ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Ich bin nicht traurig. Als ich ein kleines Mädchen war, sagte mein Vater immer... Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen muss, Mädel, aber die Elfen machen mir sonst hier den Chaos. Auch wenn man die herkommen. Ah! Oh Gott. Ich fühle mich frei. Okay. Machen wir erstmal den starken Kalt. So, da war der Schlag. Ja, das tut mir leid, dass ich die unterbrechen muss. Ich versuche ja normalerweise sie labern zu lassen, aber manche Fälle... Was seid ihr denn für Viecher? Oh. Au. Au. Lass mich das. Lass mich da aus. So. Oh Mann. So. Okay. Stab und eine Kiste. Yay. Sehr leicht. Nein. Nein, das ist... Nein. So passt's. Wunderschön. Klopp. Okay. Da ist eine Blutauge. Und da ist noch Zeug. Elfen, Gold und Gelb, ein Birkenholzbogen. Hier haben wir noch einen Schrein, der eigentlich voll unnötig ist. Und ja, hier ist das schon, ne? Das Haus der Balladen müsste jetzt hier schon sein. Da oben. So, ich denke aber, bevor wir das Haus der Balladen betreten, gehe ich mal eben zur Toilette. Bis gleich. So, weiter geht's. Oh, lad. Mal gucken, was der werte Herr dazu sagt, dass wir jetzt einfach mal den Ring geholt haben. Jetzt müssen wir da ernsthaft rein. Okay. Hey. Einfach mal abrollen. Ja, geh rein. Hi. Das ist ja die Sterbliche.
Jo, beeindruckend. Ein Kind des Staubs hat den Graborka besiegt. Ihr habt nicht so schwer. Wahrlich eine Legende geschaffen, meine Liebe. Euch wird der Sitz von Sir Zagrel mit allen dazugehörigen Privilegien verliehen, einschließlich der Mitgliedschaft im Hof der Zauber. Yay. Doch leider bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen weiteren Zwischenfall. Der König schickt nach euch. Oh, der König. Jetzt gerade nicht. Kommt und sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das spüre ich. Ich könnte dich jetzt auch einfach allein lassen. Das ginge. Okay, dann schauen wir uns doch hier jetzt erstmal ein wenig um. Ich nehme übrigens gerade mal hier so Gummibärchen. Norm. Das ist sehr lecker. Im Sanktuarium waren die Ausbilder, ne? Pock. Hi. Bei mir bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt. Lasst mich euch ansehen, wie hübsch ihr doch seid. Viel zu hübsch für das Haus der Balladen, so viel steht fest. Ich neige dazu, mich an der Gesellschaft Sterblicher zu erfreuen. Sie sind so fleischig. Ich bin Elova, Lehrerin in den Künsten der Persuasion. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch möglicherweise schon gedacht. Tatsächlich. Ausbildung. Überzeug. Du mich auch. Ich kann beinahe jeden dazu bringen, nahezu alles zu tun. Ihr glaubt mir nicht? Dann fragt einen meiner vielen Bewunderer. Ich bin bereit, euch in meine Geheimnisse einzuweihen. Doch das hat seinen Preis. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Der ist nicht so knapp hoch. Ich freue mich schon darauf. So. Moment, was war das für ein Schlüssel? Egal, passt schon. Hier ist die Ausbilderin. Okay. Ja, du stehst vor einer Tür. Ich wollte es nur anmerken, falls du das nicht willst. Ich meine, mach ruhig. Ist noch so ein Typ. Ah, der hat Heilungsgegenstände. Okay. Hi. Hallo. Willkommen im Sanktuarium des Sommers, wo die Saat des Wissens ausgesät und gehegt wird. Ah, ja. Wie ich sehe, seid ihr eine Fremde und eine Sterbliche. Ich bin Gren und ich besitze die Wärme des Heilers. Habt ihr Bedarf an meinen Diensten? Wurdet ihr während eures sterblichen Krieges verwundet? Nein, halt die Klappe. Heilung, Genese, Flüche aufheben. NV? Was ist denn NV? Heilung brauche ich alles nicht. Gehabt euch wohl. Schrott. Fluss. Okay. Madame will also nicht schwimmen. Schön. Kiss. Ja, nimm mal mit alles hier so. Das brauche ich nicht. Es war jetzt zwar geklaut, aber es kommt hier eh keiner hin, also. Hi. Guten Tag, wie kann ich euch helfen? Ihr seid die Sterbliche, von der ich gehört habe. Wie können sie es nur wagen, euch als sanft zu bezeichnen? Glaubt mir, ihr seht wild wie ein Troll aus. Danke. Und du mit deinen pinken Haaren? Okay. Auf Wiedersehen. Dann lass mich doch mal hier hin. Durch Gemmenschleifen kannst du Gemmen herstellen und diese dann verwenden, um deine Waffenrüstung mächtige Boni hinzuzufügen. Okay. Hier kannst du Scherben verbinden, um Gemmen oder mächtige Scherben herzustellen. Diese Option ist gesperrt, wenn du nicht mindestens zwei Scherben besitzt, die du aufwerten oder zu einer Gemme verbinden kannst. Herstellen. Waffengemmen. Bla 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 bla. Verbindungen verschiedener Art von verschiedenen. Noch unterschiedliche Effekte. Experimentiere mit ihnen. Okay. Man hat ja sonst nichts zu tun. Trübe Eisscherbe. Die Blitzscherbe. Da habe ich genug von. Und dann machen wir eine Eisscherbe damit. Bestätigen. Glückwunsch. Du hast eine neue Gemme hergestellt. Sie kann in jedes Ausrüstungsteil eingesetzt werden, das eine freie Fassung hat. Ach so. Okay.
Plus 15% Chance pro Treffer 5 Mana zu rauben. Okay. Qualität trüb. Trüb. Okay, dann machen wir mal das und das. Blutungsschaden. Oh. Die ist nett. Dann nehmen wir mal das und die Magiescherbe. 15% Chance pro Treffer 15 Leben zu rauben. Das nehme ich. Das ist nett. Okay. Fasse Gemmenen Ausdrucksfähigkeit. Gebärt, wenn du keine Ausrüstung mit Fassung besitzt. Die ist außerdem gesperrt, wenn du über keine Gemmen verfügst, die in dieses Ausdrucksfähigkeit. Okay. Chip. So, hier ist eh nichts mehr drin. Okay. Dann war auf der anderen Seite noch einer, ja. Hi. Was machst du da? Du sitzt. Seid gegrüßt. Ich bin Glianal, auch bekannt als der Antiquar. Oh, was wünscht okay. Ein Kind des Staubs von mir? Nix. Singt Tschüss. Euer Lied. Sing dein eigenes Lied. Hör mal.